Hallo, wir sind heute wieder auf der Tour vom Selbstbestimmt Leben, alle nach ihrer Fasson. Ich bin heute zu Gast bei der Jungen Islamkonferenz. Bei mir ist Corinna Kubit. Was und wie ist die Junge Islamkonferenz? Was macht ihr genau? Einen kurzen Einblick machen. Ja, die Junge Islamkonferenz ist ein Projekt, das es seit 2011 hier in Berlin gibt, mittlerweile bundesweit aktiv ist. Und die Idee und das Ziel ist, junge Leute zusammenzubringen, ob muslimisch oder nicht muslimisch, im Alter von 17 bis 25 Jahren Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen, also die oft sehr aufgeregten und polemischen Debatten aufzugreifen und ja, zur Versachlichung beizutragen. Also wir legen vor allem auch den Blick darauf, Haltung zu zeigen und auch die Teilnehmenden ihre Haltung zum Ausdruck bringen zu lassen und nicht deren Herkunft oder deren Religiosität in den Vordergrund zu rücken. Jetzt habe ich mich ein bisschen auf die Tour gemacht, um herauszufinden, was selbstbestimmtes Leben für verschiedene Menschen so heißt. In Berlin würde man sagen, alle nach ihrer Fasson sollen glücklich werden. Was heißt das aus Sicht der Jungen Islamkonferenz? Was sind da die zentralen Anliegen dafür? Ja, alle nach ihrer Fasson, das finde ich ein schönes Motto. Aber gleichzeitig zeigt sich in Berlin auch darüber hinaus ganz klar, dass nicht jede und jeder nach seiner Fasson den eigenen Lebensweg so gestalten kann, wie er oder sie das möchte. Unsere Teilnehmenden sind total aktiv in verschiedensten Tätigkeitsfeldern und gleichzeitig zeigt sich, dass viele Wege für sie versperrt sind. Das betrifft natürlich den Wohnungsmarkt genauso wie zum Beispiel den Arbeitsmarkt. Also wenn eine Frau ein Kopftuch trägt, dann ist es tatsächlich für sie die Hürde, nicht Lehrerin zu werden, nicht in die Justiz zu gehen oder auch nicht in den Polizeidienst zu gehen. Gleichzeitig, auch wenn Berlin sehr offen ist und viele Angebote schafft, es auch Kampagnen gab, die besagt haben, ihr seid Teil, ihr gehört dazu, gibt es trotzdem auch hier Debatten, auch in der Politik, die den Menschen das Gefühl geben, so richtig dazu gehören wir nicht. Und von daher wäre aus meiner Sicht und auch aus Sicht des Projektes und der Teilnehmenden sicherlich auch total wünschenswert, dieses selbstbestimmte Leben, die Möglichkeiten, dass man unabhängig von seiner Herkunft, der Religiosität, aber natürlich auch mit Blick auf das sexuelle, auf die sexuelle Orientierung, das Geschlecht, die soziale Herkunft, dass man unabhängig von diesen Dingen auch eben hier in Berlin den Lebensentwurf realisieren kann, den man sich für sich selbst wünscht. Und habt ihr da konkret, jetzt komme ich als Berliner Politiker natürlich vorab vorbei, aber habt ihr da konkrete Forderungen nochmal, was wir machen könnten oder was euch besonders am Herzen liegt? Irgendwas, ein, zwei, oh, jetzt wird das Buch schon aufgeschlagen. Ich bin gespannt. Okay, ich nehme den Zettel damit. Ja, ich habe mir jetzt natürlich einen 10-Punkte-Plan schon überlegt, den ihr dann eins zu eins übernehmen könnt. Im Grunde, glaube ich, ist das Wichtigste erstmal das, was Sie oder was du jetzt auch angestoßen hast, nämlich ins Gespräch zu gehen. Ich glaube, dass es total wichtig ist, eben diese Debatten, was braucht es eigentlich, wie müssen wir uns eigentlich auch aufstellen, wie können wir dieses Wir-Gefühl auch vermitteln, wenn man mit den Leuten ins Gespräch geht. Und oft wird hier auch von Betroffenen gesprochen. In unserem Kontext sind das dann Muslime oder Musliminnen. Unser Projekt geht aber davon aus, dass das dieses Wir-Gefühl eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Das heißt, eine Empfehlung an die Politik wäre da, dass es sozusagen eben nicht nur immer diesen Blick darauf geben kann, wie kann man vermeintlich Betroffenen helfen, sondern was können wir als Gesamtgesellschaft tun? Wie können wir als Politiker und Politikerinnen, auch der sogenannten Mehrheitsgesellschaft, mit den Auftrag geben, hey, das liegt auch an euch. Ihr müsst auch versuchen, in den Austausch zu treten, Fragen zu stellen, Kontakt zu haben, einfach erstmal zuhören und offen sein für Austausch, für dieses Miteinander. Und diese kleine Brille, von der oder diejenige ist anders, ist fremd, ist nicht vertraut, vielleicht einmal kurz zur Seite zu legen. Ja. Gut, dann herzlichen Dank. Danke, dass ich da sein durfte, dass ich mich einfach eingeladen habe. Danke für die schöne Freundschaft, Willkommensfreundschaft und noch einen schönen Tag. Bis denn. Gerne.